Hallo und damit willkommen hier zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder mit Fabcam, wie man sieht, und ja, heute habe ich ein Battle in meinem EBR für euch dabei. Was soll ich dazu sagen? Es ist keine Carried und ja, zwischenzeitlich haben wir ein paar ja interessante Spielstände, wo man nicht denkt, dass das Game noch gewonnen werden könnte. Aber schauen wir erstmal über das Matchup und die Map. Wir sind jetzt hier gelandet auf Lakeville, einer sehr schlauchkartenmäßigen Map, was auch immer. Habe ich dazu entschieden, da es drei BRs auf jeder Seite gibt. Jetzt erstmal hier unten irgendwie passiv ein bisschen in der City zu spielen und den anderen EBRs vielleicht ein, zwei Schüsse mitzugeben. Und ja, da geht gleich schon der erste auf, versuchen wir ihn zu geben. Klappt er nicht, weil wir über den Huckel fahren. Cool, jetzt hier ein bisschen passiver spielen, fahren ein bisschen nach oben, ein bisschen Spot auf ihn bekommen, sehr geil. Will jetzt dem anderen EBR mal kurz eine geben, aber leider Pech, dass er mich mit HE pennt und ja. Hab hier gesehen an der Stelle, dass das Game irgendwie halt schon am Anfang vom Team her, von der Teamausstellung relativ lost aussieht, weil wir haben viel im Valley, was, weiß nicht, machen die irgendwas, wer weiß schon. Wir haben sehr viele Leute hier an der Base stehen. Da hinten haben wir sehr viele Leute stehen. Und die Leute von hinten, weiß nicht, ob die wirklich in die Stadt weiterkommen. Und da wissen, dass die Gegner wenig im Melee haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Gegner in der Stadt einfach nur durchfahren können. Habe mich deswegen dazu entschieden, jetzt hinten defensiv zu spielen, um vielleicht noch für mich das bestmögliche Game aus diesem verlorenen Match rauszuholen. Wenn jetzt gleich sehen, dass durch die Mitte ein EBR kommen wird, über diesen schmalen Pfad. Und ja, habe ich jetzt dazu entschieden, hier in der Base etwas, sagen wir mal, Eckengesniper zu machen und zu schauen, dass wir vielleicht irgendwem ein, zwei Schüsse mitgeben können. Sind jetzt gespottet worden und ja, wir sehen schon. Die City ist komplett verloren und in der Base steht alles irgendwie, weiß nicht, offen auf freier Fläche rum. Und im Valley passiert auch nicht wirklich was, naja, nicht sehr verwunderlich ist. Könntest du dem SCB vielleicht eine geben, wenn er hier so schön piekt? Leider nur gecheckt, bisschen schade. Aber naja, was soll's. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich dazu entscheiden, ein bisschen weiter in die Base zu fahren oder nicht. Doch erstmal ein bisschen weiter in die Base zu fahren, um von der Mitte, von dem Mittelweg etwas safer zu sein und hier vielleicht ein paar ordentliche Schusswinkel rauf zu bekommen. Und vielleicht ein, zwei, drei Schüsse hier noch zu setzen auf die noch gespotteten Leute. Der Spielstand 0 zu 3, 4000 AP hinten. Ich habe mir ja schon selber zu der Zeit das Game abgeschrieben und gesagt, ne, hol jetzt einfach noch das Beste für uns hier raus. Die Map Control beläuft sich auf 9 Planquadrate gefühlt von 100. Also sprich, keine Map Control mehr vorhanden. Gib den EBS jetzt noch eine und versuch noch zu rennen jetzt, ohne dass ich viele Schüsse von den EBS oder irgendwas anderem bekomme. Haben es jetzt be bekommen, jetzt hier hinter diesem Stein zu rennen, der für die Fans von der Seite hier sehr wichtig ist, neben dem Stein, den man auch nutzen kann. Denn von hier aus kann man, wenn man Glück hat, die Gegner ungünstig stehen, den Busch hier nutzen, um nicht aufzugehen. Aber auch dort, wo der Typ hier so an dieser kleinen Senke, kann man Helldown hochpieken immer wieder und die Base zum Beispiel resetten, was echt, echt sehr wichtig zum Defenden hier ist an der Stelle. Es steht 1 zu 6. Das Game könnte man wirklich als verloren abschreiben. Haben wir Glück, dass wir einen Lucky Hit landen und ja. Werden Sie mal schauen, was wir hier machen können. Wir haben uns hier eigentlich relativ gut verbunkert als Team. Unser Strittzwagen steht etwas sehr ungünstig, aber naja, was soll man machen? Versuchen jetzt gleich hier dem CS einen mitzugeben. Durch diesen Busch. Oder halt auch nicht. Wir sehen, dass er hinter einem Busch steht. Haben Pech, das nicht hittet und 2 zu 7. Wir haben ungefähr die Hälfte der HP der Gegner. Haha, ah, guter Witz. Und haben Glück, dass der ja noch hittet. Und ja, was machen wir jetzt hier? Ich denke, ich habe mir hab an der Stelle wirklich gesagt, das sollte man auch immer machen. Einfach nur für sich noch das Beste rausholen, auf jeden Fall in solchen Matches. In manchen seltenen Fällen wie hier kann es dann auch gewonnen werden. Aber ansonsten einfach das Bestmögliche für sich rausholen. Ich meine, was soll man sonst machen? Haben Luck, dass der Schuss hier noch reingeht. Und ja, können jetzt hier dem EBR vielleicht eingeben. Weiß nicht, was der da macht. Ob der irgendwie eingeschlafen ist oder so.
geben ihm noch einen und jetzt werden wir gleich das machen. Die Audio-Ding geklickt, by the way. Wenn wir gleich das machen, was ich die ganze Zeit schon hätte machen sollen, hier diese Peaks. Vielleicht nicht so in der Form, vielleicht vorher erst zugehen oder so und irgendwie irgendwas vortäuschen. Denn so sind wir jetzt leider One-Shot geworden. Aber wenn ihr einen Hulldown-Tank habt, Chieftain, Eskong, Patton, alles Mögliche dort, kann man peaken und die Leute einfach nur wegfarmen. Haben jetzt hier den Schuss schlecht in den Sand gesetzt, aber naja. 5 zu 9 übrigens. Und ja, was soll ich dazu jetzt gerade noch sagen? Ich meine, die Gegner, können wir mal festhalten, der große Fehler der Gegner ist, sie fahren einfach in Crossfire rein. Ich tue einen Schuss nach dem anderen einfach overpeaken in die Seite rein von ihnen. Tue es vortäuschen, wenn ich unspotted gehe, dass ich eventuell wegfahre. Und es steht 7 zu 11. Der HP-Abstand ist immer noch viel zu groß, als dass man ihn eigentlich aufholen könnte. Es steht, wie viel? 8 zu 11 und die Gegner haben ungefähr dreimal so viel HP wie wir. Man könnte sagen, winnable. Aber an der Stelle sieht man schon, wir haben keine Map Control mehr. Wir sind zu dritt. Zwei Panzer, die mehr oder weniger One-Shot sind. Eine Arty und. Yeah. Was sollen wir machen? Die Leute hier stehen alle Gegner hier. Der Kranwagen da, ich habe gesehen, er hat geschossen. Kann ihn deswegen rausnehmen. Ab hier beginnt nämlich das großartige Teamwork von Pretto und mir. Wir tun hier immer gemeinsam pieken, um den Gegner sozusagen immer zwei Schüsse gegen einen zu tauschen, falls einer von uns getroffen wird. Ich werde es gleich eventuell nochmal versuchen, hier irgendwo zu pieken. Oder die Gegner kommen vielleicht ran, wer weiß. Ja, das ist jetzt auch wie so eine Situation, die meisten. Es gibt Leute, die würden jetzt hier in der Situation einfach raus YOLO und sich sagen: Fuck it. Das Game ist so verloren. Aber sowas machen es einfach Arschloch, deswegen macht's nicht. Aber jetzt hier das Glück, dass der Leo ranfährt. Wir werden auch gleich noch sehen, dass der CS jetzt gleich noch mit aufgeht. Der fährt gerade nämlich. Fährt er durch die Base? Nee. Fährt er nicht. Der CS wird jetzt gleich auch noch rankommen und ja, jetzt ist die große Frage: Wie machen wir das jetzt hier? Haben geschossen, können den Leo rausnehmen. Und ja, richtig geil, wieder ein Doppelpeak. Dafür ist der Predator einfach gebounced halt wieder. Der CS hat wieder verschossen. Können jetzt auf den CS vielleicht pieken und ihm einen geben? Nein, nicht ganz. Haben Waffe versucht, den Patner einzugeben, aber naja. Was soll's? Wir sehen. Haben auf der Mittelmap realisiert, hier steht nichts mehr in der Base, außer ein Badger, der mich luckily nicht gehittet hat. Und können jetzt hier erstmal ein bisschen wieder Crossfire, bisschen Lücken aufbauen. Und das ist einfach die größten Fehler der Gegner, einfach von einer Seite ran zu pushen. Es ist ja zehnmal schlau gewesen, von zwei verschiedenen Seiten zu kommen. Und ich weiß nicht, was sie ja gemacht haben. Was man jetzt hier auf keinen Fall hätte machen sollen, wäre gegen den Badger in den Büschen pieken, weil er hier hinnehmt. Habe ich früher oft genug gemacht, mache ich auch immer noch oft genug. Einfach irgendwelche dreisten Peaks, macht das nicht. Das muss man lernen und ist halt einfach was. Ist ein No-Go. Unser Arty spielt richtig gut. Die Top Gun Arty, guter Name. Und das Match ist eigentlich jetzt an der Stelle schon mehr oder weniger gewonnen. Weil Gegner haben keinerlei Map Control, Badger kann sich im Prinzip nicht bewegen. Und naja, der Patton ist nicht schnell genug, um aus dem Valley zurückzufahren zur eigenen Base oder so. Und deshalb tun wir jetzt hier ein bisschen Abstand aufbauen, haben gesehen, dass wir gespottet worden sind und versuchen jetzt über das Bush-System hier zu arbeiten. Wir werden jetzt gleich sehen, dass der Patton hier kommt. Da kommt er schon. Und können ihm für dir vielleicht einen geben? Doch nicht. Bisschen schade, dass unsere Gun Depression da nicht gereicht hat. Sehen hier, der Badger fährt seitlich zu uns und. Was haben wir zu sagen? Das Gegnerteam hat sich einfach nur weggeworfen. Verdammt doll weggeworfen. Und was man hier wieder gesehen hat, wenn man ein EBR hat, wenn ihr Lücken seht, nutzt die Lücken. Denn es ist verdammt wichtig, bei sowas hier Luft zwischen euch und die Gegner zu bringen, Abstand aufzubauen, Crossfire aufzubauen und versuchen mit den noch verbliebenen Teammates zusammenzuspielen. Nicht jetzt mit eurem EBR irgendwie wegrennen und irgendwo weiß ich nicht, was zu machen, um euch zu ersäufen, sondern einfach mal mit den Teammates zusammenspielen und dann ist so ein Game gar nicht so schwer zu gewinnen, wie man gesehen hat. Und ja, ich denke, das Replay hat euch, hoffe ich, mal gefallen. Ich weiß nicht, ob ich die Postgame-Stats hier brauche. Ich habe, glaube ich, nichts gespottet, wenn dann irgendwie einen Blind oder so. Ich denke, das brauchen wir ja nicht. Wir haben einfach gesehen, einfach mal, wenn es so knapp ist, auch
mal mit dem Team spielen, ausnahmsweise und nicht nur wie so ein Solist vor sich hin dudeln. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat. Schaut auch wie immer gerne auf Twitch vorbei. Auch wenn ich da momentan nicht so viel streame, entschuldige ich mich hier nochmal. Und ja, erfahren. Schönes Wochenende euch und see you soon.